Willkommen zurück, liebe Leute, bei Evoland. Wir sind hier stehen geblieben und ich weiß gerade ganz ehrlich nicht, wo ich hin muss. Ich habe das schon wieder vergessen. Wir haben den Schlüssel bekommen und jetzt müssen wir wahrscheinlich da hinten raus zum nächsten Area. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Kaufen. Ein schneller DVD-Player. Brauche ich nicht. Würde ich aber ein Achievement kriegen, falls ich mir das kaufen würde. Ja, wir haben letztens mal im Heiligen Hain. Da können wir gleich nochmal speichern und mich heilen lassen. Ups. Ihr scheint nett zu sein. Also gebe ich euch einen Rabatt auf sämtliche Knochenpflegerei, wenn ihr das Handel aufbrecht. Das habe ich schon wieder vergessen. Die Ruinen von Sarutnak im Nordosten bergen zahlreiche Schätze und ebenso viele Gefahren. Ihr scheint nett zu sein. Also gebe ich euch Rabatt auf sämtliche Knochenpflegerei, wenn ihr das aufbrecht. Okay. So, gespeichert. Puh, in Sicherheit. Dann können wir jetzt rausgehen, wo wir vorhin mit unserem Hero kläglich gescheitert sind. Da wieder genau an der gleichen Stelle. Meine Güte. Klink. Mach sie kaputt. Macht ordentlich Damage. Juhu. 17 Schaden und der müsste tot sein. Wunderbar. 18 RP, 400 Gliss. Echt gute Frage, wo ich jetzt hin muss. Oh ne, nicht die schon wieder. Ich bin mir noch nicht auf die Eier. Oh, der ist schon mal. Ne, ist noch nicht ganz weg. What the fuck? Ja, sonst sterben die immer instant und jetzt sind die doch noch am Leben. Muss ich einen zweiten wertvollen Angriff wegballern. Oh, hör auf damit. Na, die sind schon mal instant tot. Aua, die greifen meine Olle an. Bin ich jetzt nicht nett, dass sie meinen Zauberin angreifen. Ich tue es jetzt nicht mehr. Ja. R gewesen und Magie. X-Kristall. Und tot. Pakun. Okay, beide in Stufe 7. Gehen jetzt einmal nach oben. Die Mitte muss dahin. Ich weiß gerade gar nicht. Oh nö, die schon wieder 4 Stück davon. Uns mal ein bisschen hochhealen. Macht schon arg Schaden. Dann haben wir zwei erstmal weggeballert. So, Magie heilen. Nochmal. Eigentlich gibt es ja noch keine Magiepunkte. Das sieht dann echt verschissen aus, muss ich sagen. So, nochmal heilen. Ich muss irgendwie die ganze Zeit nur um Dauer healen. Jetzt ist nur noch eine Pflanze da. Wow. Geh auf die Schwachen, du Penner. Ich würde sie jetzt den Arsch aufreißen. Siehst du? So, da haben wir irgendeine Höhle. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt rein muss. Die Ruinen von Sarutnak. Mein Mauszeiger ist schon wieder im Bild. Sorry. Charakterauswahl. Schade, dass es keine Münze, wofür es zwei Player-Spiel gibt. Ich möchte den. Mit dem kann ich auch rumlaufen. Alter, wie geil ist das denn bitte? Ach du Scheiße. What the fuck? Okay. Sehr creepy, aber okay. Also ein, ja, ein Friedhof. Weg damit. Aua, kann mich angreifen dahinter? Finde ich cool. Kettenkombo-Treffer. Geisterbänder sind sie. Nice. Wir haben einen... Ja, wenn wir Tab drücken, können wir jetzt hier... Haben wir einen Feuerring. Feuerresistenz 5. Nicht übel. Nicht übel.
Gehen wir erstmal ganz kurz nach oben lang. Hier sieht es irgendwie. Ah ja, dachte ich irgendwie, dass es ein Grafikbug ist. Das konnte nicht normal sein. Mehr Trefferpunkte bitte. Nice, nice ist das, ey. Kranke Scheiße hier. Übel, übel. Halskette ist alles. 2% Ausweichchance. Nicht bad, nicht bad. Wo kann man hier lang? Hier kann man lang. Könnte man lang. Ich werde aber kurz noch den, den buggenden Ebene untersuchen. Da ist nämlich noch was. Lebensbalken. Ihr seid nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Ah, okay. Also wie ein Diablo. Ach du Scheiße. Umgebungslicht. Die Umgebungslicht hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. Okay. Jetzt haben wir so ein bisschen mehr Licht. Am Anfang haben wir natürlich noch was verpasst. Das mache ich dann aber später. Wenn ich da eventuell noch hinfinde. Ah ja. Wie ein Diablo, ey. Ohne Mist. Die Kugel erinnert sehr daran. Gehen wir mal ein Stück nach oben hier. Nicht, dass wir jetzt schon nach draußen kommen. Zum nächsten. Dynamische Beleuchtung. Oh ja, Zeit mit eurer Waffe eine Funken sprühen zu lassen. Hui. Krass ist es verzwickt hier. Ich hätte erst gerne Karte. Weil ich weiß ja echt nicht mehr, wo ich war und wo noch nicht. Und hier fehlen mir bestimmt massig Items. Ach du Scheiße. Gestas Handgelenkschutz. 10% Meuchelschaden, so war's. Minikarte. Oh, danke. Danke, danke, danke. Genau das, was ich gebraucht habe. So viel Gliss, unglaublich. 5430. Wenn wir also gleich nochmal an den Anfang zurückgehen. Hui, Gürtel der Legende. 10% Rackergeschwindigkeit. Steinbrecher. Plus 300% Schaden an Steinen und. Was? An Steinen und Mauern. Achso, Mauern. Ich dachte Münzen. What the fuck, dachte ich mir gerade. Warum können wir einen Münzen Schaden machen? Hä? Super, wir haben einen Stern erhalten. Bestimmt gibt es dann auch noch eine Schatzkarte sozusagen. Gehen wir aber mal ganz kurz an den Anfang zurück. Schade, kann man leider nicht auf eine Karte wechseln. Trotzdem gehe ich an den Anfang zurück. Da ich da noch massig verpasst habe. Und ich weiß ja nicht einfach, wo es da lang geht. Schauen wir trotzdem nochmal lang, war ja klar. Aua, die machen Schaden. Oh, hier sind etwa ein paar Kriegsbanner. Spiel gespeichert. Kriegsbanner so orgmäßig. Wir tappeln jetzt mal ganz gemütlich an den Anfang zurück. Weil ich sehe auf der Karte, da ist noch so viel zu holen. Mann, 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 ey. Ja, jetzt ist eine gute Frage. Wo bin ich hergekommen? Das weiß ich nämlich. Okay, da unten muss man lang gehen. Da unten links bin ich hergekommen. 40 Gliss. 160 Gliss. So, jetzt muss ich mich kurz kratzen. Genau, dann kommen nämlich die Viecher, wenn ich mich kratzen muss. Das heißt, immer wenn ich mich kratze, dann kommen die Viecher. Das kann man echt gut einberechnen. Okay, da unten. Ich glaube, da war auch noch eine Abzeugung. Ich bin nämlich links angelaufen statt rechts. Das ist eventuell gut möglich. Muss ich mal ganz kurz fixen. Fix schauen, meine ich. Die Karte hilft uns immer sehr gut. Oder? Ich möchte jetzt nicht unbedingt rausgehen, aber. Nee, das kann gut sein, dass hier die. Ja, genau. Hier war die Truhe gewesen, wo man Charakter auswählen konnte. Alles klar. Sind wir also noch goldrichtig? Ich wollte jetzt noch nicht rausgehen, damit hier die Monster wieder alle neu spawnen. Das wäre natürlich uncool. Vor allem sind die immer so stark. So stark. Ach du Scheiße, Alter.
Einfach der Killer-Wespen oder was? Plus vom Schaden gegen mythologische Kreaturen. Ja, Angriff der Killer-Wespe ist nicht cool. Weißt du, wenn es wenigstens Spinnen werden, habe ich da echt nichts gegen. Aber Wespen? Ey, sorry, aber... Da kriege ich Gänsehaut. Da kriege ich echt Gänsehaut. Da oben ist bestimmt eine Truhe. Oder auch nicht? Kommen wir überhaupt gar nicht hoch? Kommen wir nicht mal hoch. Ist eine geile Sache. Naja, müssen wir halt leicht lang gehen. Oh, da mal ein Grab. Bam! Das hat Massen-DMG, aber ich würde nicht so viel tanken. Viel Leben kriege ich dann nicht wieder. Niu! Drags Armband. Armbinde. Verwendet den Benutzer einen Drachen 12 Monate am Klick. Lol. 12 Monate Abklingzeit ist ja eh das Lustigste. Okay. Oh, da oben ist der Bossgegner. Oben rechts auf der Minikarte kann man sehen. Ring des Glücks. 5%ige Chance auf einen Gegenstand, den ihr tatsächlich gebrauchen könnt. Oh, nice, Alter. Nice. Ich kratze mir die HP-Anzeige an. Finde ich nicht cool. Das ist 8010 Gliss. Hier oben kann man eventuell eine gute Truhe haben. Super. Was haben wir denn hier Schickes? Die Karte Doppel, eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Sehr schön, muss ich sagen. So, haben wir hier nichts zum kaputt machen? Schade. Okay, Bomben können wir nicht benutzen. Die sind also auch nicht benutzbar. Ja, klar, wenn man sie nicht benutzen kann, sind sie nicht benutzbar. Das ist korrekt. Ah, du bist so eine Schlaubirne, Darky, ey, ohne Mist. Gut, haben wir den Friedhof also überquert. Was die Dinger machen, wahrscheinlich gar nichts. Aber wir können jetzt weiter nach oben lang gehen. Da ist ja noch massig zu holen. Und schade, dass man hier keine EP bekommt, so wie ich das sehe. Gibt es hier keine EP? Wenn ich Monster zerschnetzel. Aber ich kann mal speichern. Wuhu! Spiel gesichert. So, jetzt geht's hier in die. Langsam in die, ja. In die Festung. Einer habe ich gerade echt ein bisschen an Diablo, muss ich sagen. Mehrere Opfer, wenn ich nach einem Amoklauf zumute ist. Hä? What the fuck? Ach du Scheiße, jetzt haben wir die hässlichen Pilze auch noch, die draußen waren. Ich mache euch gleich zu leckerem Ragout oder so. Plus 0,1 Verteidigung auf Ohren. Und meine Ohren sind geschützt. Ich brauche noch geilere Skills mit dem mit der Waffe. Amoklauf! Geil, geil, ey. Multikill. Woo! Knieschützer des Arthritus. 10% Beutesammelgeschwindigkeit. Aber man verliert wirklich kaum HP, also. Wirklich minimal, und wenn, dann wird das durch die Dinger wieder hochgeheilt. Ist schon ganz okay, also hier kann man relativ selten sterben. Bis gar nicht. Ich suche trotzdem alles ab auf der Suche nach Kisten. Kisten sind immer ganz geil. Vor allem, wenn es ja wahrscheinlich gleich noch eine Schatzkarte geben wird, bin ich mir ziemlich sicher. Oh, jetzt wird es langsam dunkler. Oh, oh, oh. Jetzt. Ja. Tja. Geile enge Gas. Oh, das ist ein Zauberer. Mordserie. Wuhu. Helm des Zwielichts. Naja, die kommen ja trotzdem, dass ich Bildschirm habe. Ladescreen-Bildschirm. Pause-Bildschirm. Inventar-Bildschirm. Wie auch immer ihr es nennen wollt. Oh mein Gott, sind da viele. Amoklauf! So, gehen wir erstmal nach oben. Die Karte haben wir ja gefunden schließlich.
Oh, die Magier machen Schaden, muss ich sagen. Das heißt, die müssen schnell weg. Die Magier können mir echt gefährlich werden. Aber gibt es davon zum Glück nur weniger? Verdammt, das ist schon wieder einer. Schutzengel. Ja, und bevor wir weiter rumschnetzeln, der Fight hat mich ausgepowert. Wir machen mal kurze Pause. Bis gleich.